Hallo, heute sprechen wir über die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung in dem Fach NTG aus dem Jahre 2014, und zwar dem Herbst. Besprochen wird die Aufgabe 2. Dabei handelt es sich um eine elektrische Reihenschaltung. In der Aufgabenstellung selbst wird die Skizze schon mitgeliefert, aber auch ohne Skizze wäre es leicht möglich, eine Reihenschaltung zu zeichnen, die eben so aussieht. Aus zwei Widerständen R1 und R2 gebildet. R1 und R2 gebildet, 24 Volt Klemmspannung. Und das Neue ist, dass hier ein temperaturveränderlicher Widerstand eingesetzt wird, der schematisch dann eben so gekennzeichnet werden soll. Und dieser Widerstand R1 hat bei 20 oder 25 Grad 10 Kiloohm Widerstand. Bei 20 oder 25 Grad Bezugstemperatur. R1 hat 1 Kiloohm.